Schönen guten Tag da draußen. Wir haben ja in der letzten Zeit einige Filme gedreht mit hohem Entertainment-Faktor. Es waren insgesamt 3 und davon wollen wir euch den ersten jetzt präsentieren. Es geht ums Rauchen. You know, homie, roll. Tja. Mann, Mann, Mann. Was soll ich denn bloß fragen? Denk, denk, denk! Okay. So, wir stehen heute vor der Medienakademie Hamburg hier. Und schwachsinnigerweise hängt hier ein Schild. Bitte nicht vor der Tür rauchen, sondern nur in der Raucherinsel. Tja, warum hängt das da? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall steht trotzdem hier ein kleiner Aschenbecher. Und neben den lustigen Zigaretten sind auch andere Dinge hier vorhanden. Das sieht ganz nach einem Johnny aus, wenn ihr mich fragt. Verdammte Scheiße, warum muss ich hier sitzen, wenn da drüben überall gequatscht wird? Fuck! Hallo, Herr Rabe! Wir wissen, dass Sie Kettenraucher sind. Tja, aber jetzt sitzen Sie hier in der Raucherinsel. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich scheiße. Also ich rauche schon ganz gerne meine 60 Zigaretten am Tag, dürfen auch schon mal 70 sein. Und wenn das dann verbunden ist mit einem 2-Kilometer-Marsch, dann kann ich gleich anfangen zu walken oder zu joggen. Für mich hat das was mit Gemütlichkeit zu tun. Ich will da nicht in meiner Freiheit irgendwie eingeschränkt werden. Verstehst du? Ja, ich habe das schon verstanden. Aber wenn Sie in Ihrer Freiheit eingeschränkt werden, dann müssen Sie doch irgendwie bestimmt schon rechtliche Schritte eingeleitet haben. Das habe ich versucht. Also ich habe versucht, eine Demo auf die Beine zu stellen. Gab nicht so viel Resonanz, was mich selber verblüfft hat, da hier schon viele rauchen. Aber manche scheißen einfach auf die Gesetze und stellen sich vor die Tür. Und da muss ich ehrlich sagen, das geht mir auch dann zu weit. Also Gesetzesbrecher bin ich nicht. Ja, die Kamera ist aus jetzt, ne? Ton auch? Ja, alles klar. Ja, dann lass uns jetzt einfach mal zurückgehen zu dem Aschenbecher, wo wir vorhin den Johnny gesehen haben. Und dann ziehen wir den mal gemeinsam durch, würde ich sagen. Weil der Typ hat mich ganz schön abgefuckt gerade eben. Hat mir auch ins Gesicht geraucht und so. Wahrscheinlich kriege ich jetzt auch gleich noch Blitzkrebs. Weißt du Bescheid, ne?